Eine Sache haben wir, die uns häufig als Frage gestellt wird. Wie funktioniert die Einreise auf 1B? Ich denke mal, unser Team wird safe wissen, dass ihr hier gerade streamt. Wir machen das einfach mal. Wir schauen mal, wer da so kommt und zeigen einmal ganz kurz die Einreise. Zusammengefasst kann ich euch Folgendes sagen. Die Einreise auf 1B ist relativ easy. Wenn ihr Bock habt, auf 1B zu spielen, kommt ihr auf unseren Discord-Server. Keine Whitelist in diesem Sinne. Teamspeak, Salty Chat in den richtigen Versionen installieren. Infokanal erklärt ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr das noch nie gemacht habt, dann hilft unser Team euch gerne im Support. Die Vorbereitung dauert also alles zusammen ungefähr 5 Minuten. Einmal euren Char erstellen. Ganz wichtig, fragt vorab nach einem Freundescode. Denn dort, wo ihr euren Vor- und Nachnamen, euer Geburtsdatum, eure Größe eingebt, dort steht auch ganz unten Freundescode. Und dort könnt ihr euren Freundescode eingeben. Und wenn ihr einen bekommen habt von irgendjemandem aus der Community, ist es völlig egal, dann reist ihr ein mit 10.000 Dollar plus 25.000 Dollar zusätzlichem Startkapital und bekommt ein Startfahrzeug. Sollen wir illegal machen? Stream, sollen wir legal oder illegal machen? Illegal. Okay, alles klar, gut. Dann never mind. Dann machen wir einmal die illegale. Gut, dann machen wir illegal. Wo bleiben die denn? Wir spielen Tony Smith. Tony Smith war so damals ein Charakter, den ich selber aktiv gespielt habe. Ey Leute, ich habe mich gar nicht vorbereitet, ne? Aber so, das wäre jetzt die Einreise. Hallo? Entschuldigung? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber ich fühle mich ein bisschen bedroht von den ganzen Waffen, die hier sind. Stell dich erst wieder an die scheiß Wand jetzt, bevor wir weiterreden. Okay. Sie sind der Boss. Das denke ich auch. Und jetzt frage ich dich noch einmal. Dein scheiß Name, wie du hierher kommst und was zum F*** soll der Scheiß? Ich heiße Tony. Tony was? Tony Smith. Smith mit S am Ende. Aber also, zu der Frage, die ich hierher komme, ich dachte, vielleicht könnten Sie mir das beantworten. Na, immerhin stehen Sie hier mit Waffen maskiert, mit schwarzen Sonnenbrillen vor mir und ich bin mir ja nicht sicher. Wir kommen hierher und wir finden dich. Ja, ich kann das ganz... Wir sollen dir erklären, wie das ist, oder was? Also ich kann das auch auflösen, denn ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Nenner in dieser ganzen Situation, denn ich glaube, wir möchten beide, dass ich aus diesem Keller verschwinde. Ist das richtig? Prinzipiell ja. Als erstes möchte ich schauen, dass du nicht von einer anderen Familie bist, die dich schickt, um irgendwelche Informationen herauszubekommen. Meine Familie heißt Smith mit Nachnamen. Smith mit das S. Ist ja, das ist mir schon klar. Aber als erstes ziehst du dich jetzt aus und drehst dich einmal im Kreis. Ich will schauen, ob du verkabelt bist. Ja, selbstverständlich. Aber auch und die Unterhose nicht, oder? Die kannst du anlassen. Und die Hose? Die Hose auch, Schuhe auch. Ich mag das nicht so. Könnten Sie weggucken? Nein. Okay. Ich drehe mich um, ja, weil das ist mir ein bisschen angenehmer, wenn ich ihn nicht gleich ins Gesicht gucke währenddessen. So, mein Bester, dann kannst du dir die Hose nochmal anziehen jetzt. Ja. Und dann machst du so, wie du es von Mama gelernt hast. Erst die Schuhe, dann die Hose. Die Schnürsenkel, das ist auch immer ein Moment. Ich nehme die Hände runter, ja, weil sonst kann ich meinen Schnürsenkel nicht aufmachen. So, und jetzt drehst du dich einmal im Kreis. Nach rechts oder nach links? Willst du mich verarschen? Nein, ich drehe mich im Kreis. Sehr schön, zieh dich an. Danke sehr, die Hände kann ich wieder runternehmen, ne? Ja. Wie gesagt, das handelt sich hier um ein ganz, ganz, ganz blödes Missverständnis, glaube ich. Sag du mir, wird dieses Missverständnis nochmal passieren? Auf keinen Fall, Herr. Du kannst mich nennen Boss, du kannst mich nennen Daddy. So werde ich meistens genannt. Aber such es dir aus. Okay, Boss mit ein S oder zwei? Das klingt gut. Das stärkt auch unsere Freundschaft. Er hat Freundschaft gesagt. Will dich verarschen. Weißt du, was Freundschaft heißt? Freundschaft heißt Familie. Nee, gerade auf Familie. Das haben wir, ich glaube, wir sind nicht ganz auf einer Wellenlänge. Also. Ich glaube auch nicht. Jetzt halt einfach dein Maul! So, gib deine scheiß Hände hoch. Wohin soll ich die geben? Nach oben! Ja? Und du läufst jetzt dem Typen hinterher. Stell dich an die scheiß Wand, da wo nur Parking steht. Und wenn du in 2 Sekunden nicht da bist, dann geht die nächste Kugel in deinen Kopf. Wie groß ist deine Lernkurve? Was hast du gelernt in den letzten 10 Minuten? Wie groß meine Lernkurve ist? Mitteldurchschnitt, das ist meine Lernkurve. Nein, dass du nicht in fremde Keller gehst. Beweg dein scheiß Arsch zum Auto. Das war ein schönes Auto. Was ist das, ein Chrysler? Oh Gott, das ist ja gefährlich hier. Also, Sie müssen verstehen, ich steig ein. Wir müssen los. Dürfte ich Sie fragen, wo. Ja. Zu meinem Handyladen. Gehört zu einem Shop, wo du dein Handy kaufen kannst. Solltest du irgendwelche Faxen machen, wirst du unter dem Auto liegen und nicht mehr hier drin sitzen. Hast du das verstanden? Die Message ist mehr als deutlich angekommen. Sehr schön, das freut mich. Ja, schön haben Sie es hier. Ist das so Ihre Familien.
Hut? Oder wie sagt man? Als ob wir uns in solchen elendige Gegend abgeben würden. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich halt deswegen auch nur einmal unterstreichen. Sie sehen ja natürlich sehr viel leserer aus. So, aussteigen. Und du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, dir ein scheiß Handy zu kaufen. Oh. Ansonsten bist du tot. Ich brauche bitte ein Handy. Ganz schnell. Ich brauche ein... Ich hab nicht genug Geld. Du kannst mit Karte zahlen. Ja, okay. Karte, Handy, Geld. Und einsteigen jetzt. Ja, okay. Danke, Bowler. Du kannst wieder rein. Ja, wenn man natürlich so in den Tag startet. Wenn wir fertig sind, mit dir hilft dir auch kein Psychologe mehr. Halt deine Fresse jetzt. Steig aus. Ich steig aus. Du stellst dich da jetzt an die Wand, so wie vorher. Oh, kennst du ja. Kenn ich. Wir hauen jetzt ab. Du hast ein Handy. Du kannst es dir einrichten. Du kannst Medics rufen. Du kannst PD rufen. Boss. Du kannst Army rufen. Fresse! Boss. Ich mein's ja nur gut, aber dass der Bereich hier das Video überwacht, ne? Also ich sag's nur. Das ist mir scheißegal. Sollte irgendwas auf uns zurückführen, wir herausfinden, dass du irgendwas gesagt hast. Ich werde kommen, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Hast du das verstanden? Klar. Wiederhol meine Worte. Ich werde dich töten und finden und aus... ja? Wer ist das? Die haben gerade auf einen... Du kannst jetzt da in das Autohaus gehen und dir einen scheiß Club kaufen oder Easy Sport. Hast du das verstanden? Ja. Und ich wünsche Ihnen noch irgendwas von dir. Nee, bis jo. Ah, Freunde, das war die illegale Einreise auf OneWee. Muss natürlich dazu sagen, wir haben es jetzt auch extrem herausgefordert. Ja, also, der Tony Smith ist jetzt, ja. Aber haben sie mega gemacht. Sehr, sehr geil.